So, meine Leute, wisst ihr was? Vergesst das Ganze. Mir wird nämlich gesagt, dass der Anfang von meinen Videos immer derselbe ist. Immer irgendein schlechter Witz und dann kommt irgendwann bla 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 UX Charlie. Haha, wie lustig. Und außerdem sind meine Videos generell immer dasselbe. Irgendwas mit Likes, irgendwas gegen beschissene YouTuber, dann noch irgendwas mit roten Haaren und dann noch irgendwas mit Effekt am Ende. Also im Endeffekt könnte man das Ganze zusammenfassen und sagen, ja, meine Videos sind ziemlich inhaltslos. Oh wow, wirklich? Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Dir ist das wirklich... Mir ist das noch nicht aufgefallen. Ist das wirklich so? Ich meine, ich bin ja nicht der die Videos hier produziert jede Woche. Nee. Also wirklich danke an die Leute, die das in die Kommentare schreiben. Wow. Unter all den YouTubern heutzutage, die super inhaltsvolle Videos bringen, wie zum Beispiel... Ja und? Ich bin halt nämlich insgeheim gar kein YouTuber oder sowas, sondern... Warte, wie nennen die Spasten sie? Ah, ich bin ein Entertainer. Am besten haken wir jetzt einfach schon mal den Punkt mit dem Effekt ab. Also falls ihr wieder mit mir zusammen hier das Ding hier aufmachen wollt, dann 3, 2, 1. Oh wow, wie toll. Wow! Okay, ersten Punkt abgehakt. Dass wirklich meine Videos immer dasselbe sind, das ist mir selber so als Content-Produzent noch gar nicht aufgefallen. Das werde ich auf jeden Fall jetzt verbessern. Aber so Tipps oder sowas geben mir nicht nur Leute irgendwie in den Kommentaren, sondern auch wirklich auch im echten Leben. Ich meine, versteht mich jetzt nicht falsch oder so, wenn Leute mich irgendwie im echten Leben darauf ansprechen, ist das wirklich eigentlich nicht schlimm für mich. Aber sobald mir irgendwelche Leute, die wirklich null Ahnung von YouTube haben, mir irgendwelche Tipps oder sowas geben wollen, haltet einfach die Fresse, ja? Ich meine, es ist ja auch ein relativ interessantes Thema, wenn jemand YouTube macht, weil ich kenne persönlich auch fast niemanden, der irgendwie YouTube macht. So eine Freundin von mir macht so Haul-Videos und so Cover-Songs und sowas alles. Aber ich bin der einzige Nerd, der so Videos macht. Und dann fragen auch wirklich fast alle Leute immer, wie viel verdienst du denn damit so? Wisst ihr was, Leute, ich bin jetzt ziemlich ehrlich mit euch. Also ich habe mit YouTube so gesehen noch keinen einzigen Cent verdient. Also wirklich nada. Natürlich dafür, dass sie Videos für UX produzieren und sowas, habe ich natürlich mal so ein Trikot bekommen und so. Aber das war's dann auch. Das interessiert immer die Leute, die wirklich kein YouTube machen, immer so heftig, wie viel man da verdient. Und mich interessiert es wirklich 0,0. Ich bin absolut zufrieden damit. Also ich mache den ganzen Scheiß eigentlich nur, weil es mir Spaß macht. Wow. Gibt es sowas wirklich? Beziehungsweise ich mache das nur, weil es mir Spaß macht und sich manche Leute vielleicht sogar daran erfreuen, dass ich Videos mache. Ich meine, insgeheim lachen die mich bestimmt die ganze Zeit aus, aber ich meine so vom Prinzip her, ja. Also ich mache das praktisch ohne Zwang und ohne, dass ich davon irgendeinen sinnvollen Nutzen habe. Das klingt ja fast wie ein Hobby. Und dann frage ich in diesen Videos dann auch noch, ob Leute dafür irgendwie 3 Sekunden oder so auf diesen einen Button da drücken können, diesen Like-Button oder so. Ich meine, das ist jetzt auch ziemlich like-geil von mir. Auch sagen sehr viele Leute zu mir, du hast ja wohl ganz schön viel mehr Abos verdient. Vielleicht habe ich das eurer Meinung nach, aber ich habe diese Abos nun mal nicht und fertig ist, also wo ist das Problem? Oder andere sagen dann sogar, du hast jetzt schon seit einem Vierteljahr über 3000 Abonnenten, aber hast immer noch keine 4000. Es gibt Leute, die machen das Ganze erst ein Jahr und die haben schon über 100.000 Abonnenten. Ja Leute, das gibt es tatsächlich. Und jetzt? Wollt ihr mir damit sagen, dass meine Videos irgendwie schlechter sind als die von dem Typen, der 100.000 Abonnenten hat? Also, das stimmt natürlich, ne, weil meine Videos halt auch scheiße sind, ne? Also ich meine, steht bei meinem Kanal irgendwo, ja Mann, ich will 100.000 Abonnenten erreichen und das Ziel ist, so viele Leute zu erreichen wie möglich? Nein, wenn irgendwelche Leute meine Videos gerne gucken, dann gucken sie die gerne und wenn das auf einmal dann mehr Leute werden, die meine Videos feiern, dann freut mich das natürlich auch. Aber wenn ich weiterhin nur meine 1000 Klicks oder was weiß ich bekomme, dann ist das so. Ich meine, wie kommt man eigentlich da auch darauf, die Abonnentenzuwachsanzahl von anderen Kanälen mal anzugucken? Bring euch einfach mal ein cooles Beispiel, um das Ganze zu veranschaulichen. Das habe ich mir gerade ausgedacht. Wisst ihr was, Leute? Es kommen einfach irgendwelche fremden Leute in euren Garten und die gucken dann eure Erdbeeren an. Erdbeeren, weil diese Assoziation mit, ihr wisst, also wenn ihr das nicht versteht, dann geht Castree gucken, okay? Dankeschön. Und die sagen dann zu euch, Mann, die Erdbeeren brauchen aber lange. Die reifen jetzt schon ewig und da sind immer noch ziemlich viele Grüne mit dabei. Ach, oh ja, aber die Erdbeeren von eurem Nachbarn, die sehen aber sehr gut aus. Die sind in einem Jahr jetzt schon alle super gereift und richtig lecker sehen die aus. Und das müssen die besten Erdbeeren sein, weil die sind ja viel schneller gereift und alles. Ja, so ungefähr. Aber wisst ihr was, Leute? Ich habe Spaß an meinen Erdbeeren. Wenn ihr keinen Spaß an meinen Erdbeeren habt, dann verpisst euch. Eigentlich wollte ich nie so richtig über dieses komische Thema reden. Aber weil ich in der letzten Zeit halt wirklich so oft gesehen habe mit hier, du verdienst ja so viel mehr Abos und nur 3000 Abonnenten, oh mein Gott. Wisst ihr was, Leute, wenn ich wirklich mehr als 3000 Abonnenten verdient habe, dann wird das auch irgendwann so sein. Wenn es nicht so ist, dann ist das halt nicht so. Ich meine, solange die Leute, die mich abonniert haben, auch wirklich gucken, ist mir das sowas von egal. So, also ich freue mich wirklich über jeden neuen, der dazukommt und alles. Also wenn ihr mich abonniert, sehr cool. Wenn ihr das Video ganz normal einen Daumen hoch gebt oder so, ja, wenn ihr euch das gefallen hat, ja. Mehr möchte ich gar nicht. Wenn ihr mir einen Kommentar schreibt und wenn es auch nur so ein scheiß Herz ist, was ihr in 2 Sekunden dahin geklatscht habt oder so, ja, dann ist das das größte Geschenk sozusagen, was ihr mir machen könnt. Mann, das ist schon ein viel zu tiefgründigeres Video hier für meinen Kanal. Wir müssen das Niveau wieder senken, wir müssen das Niveau senken. Was ich übrigens auch oft gefragt werde, ist, ob ich dabei live spiele, während ich kommentiere oder ob ich das Ganze nachkommentiere. Nein, also ich zeig die ganze Zeit irgendeinen Schrott-Gameplay, wo ich die ganze Zeit negativ gehe, damit ich das Ganze dann im Endeffekt nachsynchronisiere. Einfach weil, das muss ja keinen Sinn haben, ne? So ein Kollege hat mich genau heute nämlich auch gefragt, ob ich das mache. Also er denkt jetzt bestimmt, ich meine explizit ihn, aber das haben mich wirklich viele Leute gefragt. Viele Leute. Denkt ihr, ich bin dumm oder was? So, das war es aber wirklich von heute. Wenn euch eure Erdbeere dieses Mal geschmeckt hat, dann wisst ihr, denke ich mal, was zu tun ist. Kleine Andeutung. Die ganzen Castree-Abonnenten. Digga, was meint ihr mit Erdbeere? Ja. Wer mich noch nicht auf Snapchat geedet hat, landet übrigens in der Hölle.
Ich heiße da Z. Charlesen, also ich würde schnell machen. Das war's aber wirklich von mir. Haut rein. Ernst bleiben, ernst bleiben. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. No, no, no. They want me dead or alive. They want me dead or alive. I'm just trying to survive. You niggas. Ist das wirklich so? Vergesst das Ganze. Vom Prinzip her, ja.